normales Casting, bin ich hingegangen. Und da ich ja schon ein bisschen Casting erfahren war und wusste, wenn ich mich an irgendwas zu sehr hänge, dann bin ich nachher so enttäuscht, wenn es nicht so. Deswegen habe ich gar nicht hingehört, was er mir alles erzählt hat. Und habe das draufgesprochen, bin rausgegangen, habe es vergessen. Und dann bin ich es tatsächlich geworden. Und dann wurde mir langsam klar, was das für ein Straßenfeger ist, Sex and the City. Dass das was ganz Besonderes ist. Ich habe sie tatsächlich getroffen auf dem pinkfarbenen Teppich auf dem Potsdamer Platz. Das war ziemlich scharf. Ich hatte eine tolle Frisur. Ich hatte von Nana Kuckuck ein irres Kleid an, völlig overdressed, aber das war ja passend. Und hatte Klaus-Peter Grapp an meiner Seite, großer Mann. Und erstmal war es ja so, dass ich vom Verleih her keine Genehmigung hatte, offiziell sie kennenzulernen, was ich etwas komisch fand, weil wir waren ja alle da, wir Mädels, und wir wollten natürlich die alle kennenlernen, und das ist ja auch interessant, also auch für die Presse. Na gut, da hatte ich also keine offizielle Genehmigung, aber egal, was soll's. Jedenfalls bin ich dann auf den pinkfarbenen Teppich, und der Moment, wo du da auf den Teppich gehst und dann denkst, oh Gott, deine Stimme kennt jeder, aber keiner weiß, wie du aussiehst. Erkennen die mich jetzt auch? Ist ja wichtig, ne? Auch wegen des Kleides und so. Naja, hat alles gut geklappt, also war echt super. Und dann habe ich Sarah Jessica Parker da irgendwo gesehen, habe, hey Sarah, I'm your German voice. Und sie gleich, wirklich. Und das war auch nicht aufgesetzt oder so, sondern hey, super und so. Und ist zur Presse gegangen. Und hat gesagt, habe ich erstmal allen vorgestellt, also auch den anderen Schauspielern und dem Michael Patrick King, dem Co-Produzenten. Und meinte dann gleich zur Presse, ich habe gerade meine deutsche Stimme kennengelernt, ist ja viel besser als meine. Also total süß. Und später war noch eine Veranstaltung. Da waren dann so ein VIP-Bereich abgetrennt, ne? Und ich meine, ich habe ja nun wirklich da alles auf eine Karte gesetzt an dem Abend, und ich gesagt, ich komme da rein und ihr Mädels kommt mit, also die anderen drei deutschen Stimmen. Und dann stand da so ein Schranktyp und sagt, was wollen Sie? Ja, ich sage, wir müssen da rein, weil wir sind verabredet mit den Schauspielern. Ja, ja, von wegen. Und dann sah ich den Michael Patrick King und ruf so, Michael, hallo. Ah ja, bam, 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 rein. Und dann haben wir sie kennengelernt, dann hatten wir unser Foto, was ja auch für uns ganz wichtig war und schön war. Ja, da habe ich sie kennengelernt, da haben wir leider nur kurz gesprochen, weil dann eine Liveband so laut spielte, dass wir uns nur noch anbrüllen konnten. Sehr charmante Frau, wirklich sehr sympathisch. Ich fand die auch ganz authentisch. Ich fand die überhaupt nicht aufgesetzt und blöd. Ich finde nur, sie ist wirklich wie Carrie. Sie ist so. Das ist lustiger, dass es auch Leute gibt, die mich wirklich gar nicht erkennen und die gar nicht, selbst Kollegen, die kommen an, sag mal, das ist jetzt nicht wahr, du sprichst ja auch die Robin Wright, wie geht das denn? Und du hörst dich ja ganz anders an. Und das ist das Lustige, dass ich seit Sex and the City und seit das so einen Hype gegeben hat und so, eigentlich auch immer traurig darüber war, dass ich nicht mehr besetzt wurde, weil alle meinten, ja, und die Stimme ist so prominent und so. Dabei habe ich schon immer andere Rollen gesprochen. Ich habe auch Robin Wright schon gesprochen vor Sex and the City in Forrest Gump als Jenny. Und die ist eine andere Frau. Und deswegen spreche ich sie eben auch anders. So, das passiert bei mir ja ganz automatisch. Sagen wir mal, vom Temperament her ist die Carrie mir wahrscheinlich näher oder Sarah Jessica Parker, weil ich selbst auch relativ temperamentvoll bin. Bei Robin Wright muss ich mich immer ein bisschen mehr so erden und so. Aber das ist durchaus auch eine Seite von mir. Es ist durchaus auch eine Schublade, die ich öffnen kann, mehr in meine Tiefen zu gehen und mehr in das etwas wärmere, ernstere, eloquente, sehr, sehr intelligente und auch sehr autoritäre. Das ist durchaus auch eine Facette von mir. Aber das passiert automatisch.